Hey Freunde, grüßt euch, servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 2.0 Modifikation Lüdenscheid Map Lüdenscheid. Und dann legen wir doch gleich mal los mit einem Einsatz. So, Türöffnung, die Tür wird Polizei wieder verschließen, Opfer mit Notarzt behandeln, Opfer mit Sanitäterteam abtransportieren, Person aus dem Gebäude befreien. Okay, ja, jawohl. Dann lösen wir einmal aus eine Funkstreife. Die soll hier hin und dann brauchen wir noch einen Rettungsdienst. Das heißt, wo ist das da oben? Okay, das heißt, wir brauchen einen NEV und einen RTW. So, hierher. Super, okay, viel. Wunderbar. Ausgelöst. Polizei ist schon unterwegs. Ja, die dürfte aber jetzt dann gleich ausrücken. Schauen wir mal, wo die Polizei denn ausrückt. Vor welcher Station? Ah, da unten. Ja. Okay, Polizei ist schon unterwegs. Ja, wunderbar. Super. Gucken wir mal. Aber Moment. Moment. Stopp. Wir werden so nicht reinkommen. Das heißt, wir nehmen ein Hilfeleistungsfahrzeug noch in Anspruch. Bruch, und das schickt man noch hin. Genau. Weil das werden wir wahrscheinlich brauchen. Wir werden eventuell, so wie es ausschaut, eine Türöffnung haben. Und ja, wir müssen ja irgendwie reinkommen. So, dann rückt das Fahrzeug ja aus. Oh, ein schönes Sonnenblumenfeld. Schaut's mal. Können wir gleich abbeenden. Können wir gleich mit dem Traktor herkommen. So, dann gucken wir mal. Ich mach mal ein bisschen schneller. Damit die Einheiten doch ziemlich schnell anrücken. So. Notarzt ist vor Ort. Lass mich doch gleich mal aussteigen. RTW ist vor Ort. Ja, alles klar. Lass mal Adler mal aussteigen. Zu Befehl. Polizei ist vor Ort. Bin bereit. Kein Problem. Und dann warten wir noch kurz auf die Feuerwehr. Die sollte auch jeden Moment kommen. Okay. Feuerwehr ist auch hier. Lass mal auch mal alle gleich aussteigen. Okay. Okay, dann legen wir los, würde ich sagen. So. Machen wir mal Folgendes. Machen wir ganz kurz hier ein schönes Foto. Brauchen wir. Ja. Bin dann bereit. Nehmen wir mal eine Absicht. Ist in Arbeit. Weiß nicht, ob man so reinkommen. Nee. Kommt der Arzt rein? Nein. Also, weiß gut, eine Axt. Bin bereit. Müssen. Eine Türöffnung vornehmen mit der Axt. Geht halt leider nicht anders. Gut, so viele Leute hätten wir jetzt nicht gebraucht. Schauen wir mal. Ja. Ist in Arbeit. Im Endeffekt bringt es ja immer raus. Ist aber eine massive Tür und eine moderne Tür. Ah ja. Die hat sich jetzt selbst rausgepiept, kein Problem. Die Person. Die Feuerwehr wird jetzt nicht mehr benötigt. Die können wir theoretisch abrücken lassen. Die lassen wir auch gleich abrücken. So, jetzt schauen wir. Erst kümmern wir uns jetzt mal um Patienten. Also um die Bin Patienten. Bereit. Gucken wir mal, was denn los ist, was die denn überhaupt hat. So, schauen wir mal. Ja, was hat sie denn? Erwarte Befehle. Platzwunden am Körper und Kopf. Okay, das ist aber interessant. Was gibt's? Sofort. Das ist interessant. Ja gut, das muss man im Nachgang rausbekommen. Warum das so ist, wissen wir jetzt nicht. Bin bereit, kein Problem. Aber die Polizei wurde auf jeden Fall, die wissen Bescheid. Bin bereit. Ja, die quatschen nämlich da nebenbei so. Ah, okay, wunderbar. Die wissen schon mal Bescheid. Dann müssen die das, die Feuerwehr wird nicht mehr benötigt. Erwarte Befehle. Die lacht gleich mal. Wird erledigt. Abrücken. Weil die werden sicherlich woanders auch benötigt, die Kräfte.
Okay, dann ab ins Krankenhaus. Bin bereit. Ist in Arbeit. Warum hat die jetzt Platzwunden? Am Körper und Kopf. Ist die irgendwo runterfallen? Sofort. Also wisst ihr, meine Vermutung geht ja ganz ehrlich, wenn ich jetzt sowas mitbekomme, die ganzen Platzwunden, dann würde ich sagen, hat da vielleicht, also ja, jemand nachgeholfen, dass das so ist. Gut, ich bin ja jetzt kein, naja, aber naja, was denken ihr? Also ich, wenn ich sowas höre, dann schrillen bei mir schon ein bisschen die Alarmglocken, wo ich mir dann denke, so, sofort. Naja. Na gut, so, Einsatz ist erledigt, würde ich sagen. Erwarte Befehle. Wir haben alles verschlossen. Ja. Passt, Neff fährt auch ab. Bin bereit. Auch ab. Was geht's? Und dann passt es. Ja, dann würde ich sagen, Leute, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und ich bin draußen. Tschüss, Freunde. Servus.